Denza, das chinesische Joint Venture von BYD mit Mercedes-Benz, hat den D9 im August auf den chinesischen Markt gebracht. Und der steht auf der E-Plattform 3.0 von BYD und benutzt auch deren Blade-Batterie. Alles, was man zu dem mächtigen Elektrovan aus China wissen muss, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Beinahe hätte man es sogar einen halben Mercedes bezeichnen können, aber das deutsche Unternehmen hat seine Beteiligung von früher 50% an dem Joint Venture Denza deutlich reduziert. Damit gehört es jetzt fast komplett dem Batterie- und Elektroautohersteller BYD, der Tesla bei den verkauften Stückzahlen zunehmend nahe kommt oder sogar schon überholt hat. Unter der eigenen Marke tritt BYD eher bescheiden auf, der neue Denza D9 aber ist zumindest optisch ein Klotz. Der D9 basiert, wie schon gesagt, auf der E-Plattform 3.0 von BYD. Es ist auch der erste von drei Fahrzeugen der Marke, die dieses Jahr auf den Markt kommen. Die Denza-Serie wird in Zukunft 5 weitere Modellreihen namens D, E, N, Z und A auf den Markt bringen, die offensichtlich auf dem Namen Denza basieren. Von vorne nimmt ein grillartiges Element nicht nur einen großen Teil der Front ein, sondern praktisch die gesamte Breite bis zu den Scheinwerfern. Die gesamte Front wirkt schon eher wie eine Wand, so hochgezogen wie sie ist, und wird von eingeknickten Nieren, wo sich die Tagfahrlichter befinden, ergänzt. Von der Seite sieht der Denza D9 hauptsächlich erstmal groß aus. Das ist er in der Länge allerdings auch. Und dank der langgezogenen Vanform mit hohem Dach bietet er Platz für 7 Passagiere. An den Seiten zu öffnende Schiebetüren und ein Detail, das sich von der A-Säule bis ganz nach hinten zieht, darf nicht außer Acht gelassen werden. Das Heck fällt an der Dachkante van-typisch abrupt ab und wird durch ein durchgehendes Leuchtband hervorgehoben. Der Innenraum ist mit 7 Bildschirmen ausgestattet, 3 vorne mit 10,25 Zoll Instrumententafel, ein 15,6 Zoll zentraler Steuerungsbildschirm und ein Head-Up-Display. 2 an den Vordersitzlehnen und 2 in den Armlehnen der zweiten Reihe. Zwischen den Vordersitzen befindet sich außerdem ein Kühlschrank, der von den Sitzen in der zweiten Reihe zugänglich ist. Die 10-fach verstellbaren Captain's Chairs in der zweiten Reihe sind mit Fußstützen, Heizung, Belüftung und 10-Punkt-Massagefunktionen ausgestattet. Das gibt es auch bei den Vordersitzen, allerdings ohne Fußstützen. Denza behauptet auch, dass 7 1,80 Meter große Passagiere bequem mit 7 20 Zoll Handgepäckkoffern reisen können. Nappaleder und Holz sind im gesamten Innenraum weit verbreitet, ein großes Panorama-Schiebedach bringt viel natürliches Licht herein. Die hinteren Bildschirme für die zweite Reihe sind mit 8-Megapixel-Kameras ausgestattet, die für Telefonkonferenzen oder für Eltern zur Überwachung der Kinder verwendet werden können. Weitere Funktionen sind zum Beispiel ein Fahrassistenzsystem der Stufe 2 und ferngesteuertes Einparken. Übrigens, Leute, ab jetzt könnt ihr Kanalmitglied werden. Und mit dieser Mitgliedschaft habt ihr einige Vorteile. So gibt es Logos für treue Fans, spezielle Emojis, aber auch, was noch wichtiger ist, Vorabzugriff auf neue Videos. Außerdem gibt es eine eigene Playlist mit meiner Musik, die ständig mit mehr Tracks vergrößert wird. Damit unterstützt ihr zudem auch meinen Kanal. Also fackelt nicht lange und werdet Kanalmitglied. Weiter geht's. Der Denza D9 ist 5,25 Meter lang, 1,96 Meter breit und 1,92 Meter hoch. Der Radstand wird mit 3,11 Metern angegeben. Die Leistung der Permanent-Magnet-Synchronmotoren für die Allrad-Variante beziffert sich auf 270 kW oder 367 PS bei einem maximalen Drehmoment von 470 Newtonmeter. Damit beschleunigt der elektrische Van von 0 auf 100 km/h in 6,9 Sekunden. Die kleinere Variante kommt nur mit Frontantrieb, 230 kW oder 312 PS Leistung und hat ein maximales Drehmoment von 360 Newtonmeter. Dieses Modell braucht 9,5 Sekunden von 0 auf 100. Der LFP-Akku kommt auf 103 Kilowattstunden, was für eine Reichweite von 620 km nach CLCC reichen soll. Die maximale Ladeleistung liegt bei 166 kW. Mit dieser Ladeleistung kann man in 10 Minuten 160 km Reichweite nachladen. Eine interessante Besonderheit, der D9 verfügt über 2 Ladeanschlüsse, die auch parallel genutzt werden können. Das Kofferraumvolumen beträgt 410 bis 570 Liter, mit Heckauswurf sind es 2310 Liter. Der Denza D9 ist wahlweise mit einem Elektro- oder Hybridantrieb erhältlich und soll ab diesem Monat ausgeliefert werden. Mit Hybridantrieb bietet Denza 4 Varianten zu Preisen zwischen 48.200
bis 64.280 Euro an. Als reiner Stromer stehen drei Versionen zur Wahl, die zwischen 56.970 und 67.200 Euro kosten. Zu dem vor einigen Monaten gestarteten Vorverkauf gibt es einige kleinere Änderungen. Zum einen sind die Preise um etwa 5.000 Yuan, das sind ungefähr 726 Euro, gesunken. Zum anderen gab es im Vorverkauf nur zwei statt drei BEV-Varianten. Dabei handelt es sich aber um Ausstattungen, die Technik bleibt gleich. Da der Denza D9 als Premium-Van mit E-Antrieb kaum Konkurrenz hat, ist der Vorverkauf offenbar recht erfolgreich gelaufen. Im Juni hieß es, dass 20.000 Vorbestellungen vorliegen. Bei der Veranstaltung zum Verkaufsstart gab Denza nun bekannt, dass die Reservierungsinhaber bereits die Möglichkeit hatten, eine verbindliche und nicht erstattungsfähige Bestellung aufzugeben. Innerhalb einer Stunde sollen über 10.200 Kunden den D9 bestellt haben. Aber wie findet ihr den Denza D9? Würdet ihr euch auch so einen bestellen, wenn er nach Deutschland kommen sollte? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinem Instagram-Kanal vorbeizuschauen. Den Link dazu gibt es in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!